Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Hunter Call of the Wild. Leighton Lake unterwegs, immer noch da, wo wir beim letzten Mal schon waren und die Hasen erlegt haben. Beziehungsweise beim vorletzten Mal, denn ich habe das andere Video dazwischen geschoben, was ich schon vor dem Update aufgenommen hatte. Aber wir müssen natürlich noch ein bisschen was testen, was nämlich folgende Bögen angeht. Jetzt bin ich hier, warte mal, ich gehe mal zur anderen Lodge tatsächlich. Ich gehe mal hier hin, oder? Ja, ich gehe mal hier hin. Und gehe dann wieder Richtung Hasengebiet. Vielleicht sehen wir ein paar Hasen. Es gibt auch ein paar Pfeile für Kleinwild. Ich hoffe, dass das auch Hasen beinhaltet. Vielleicht erwischen wir dann noch ein paar davon. Ansonsten nehmen wir natürlich auch Elche oder alles andere, was uns hier vor die Armbrust läuft. Denn die haben wir dabei. Armbrust am Start mit Visier in Holzoptik. Gibt da vier verschiedene Optiken, haben wir schon im letzten Video gesehen. Und ich habe jetzt hier sowohl die schweren Pfeile dabei mit 90 Durchschlagskraft, als auch die kleinen für Kleinwild. Ich habe jetzt die großen ausgerüstet. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen gucken, wie sich die Schussbahnen dann verhalten. Einstellen kann man das ganze Ding hier auf 10 Meter, 15 Meter und 30 Meter. Also 10, 30, 50. Ich nehme an, das ist der obere Dot dann, der dann angezeigt wird. Fünffacher Zoom im Scope. Gar nicht mal so wenig. Ich glaube, damit kann man schon was schießen. Auf jeden Fall eine deutlich bessere Waffe als zum Beispiel ein Bogen. Ja, in meinen Augen. Den mit Bogen haben wir schon oft genug gesehen, dass ich damit eh nicht umgehen kann. Deshalb lassen wir das lieber sein. Und nutzen wir die Armbrust. Ich glaube, die Armbrust ist echt eine gute Alternative. Zumal ich mir vorstellen könnte, dass die... Hat die auf alle Tiere Ethikbonus? Haben die Bogen auf alle Tiere Ethikbonus? Ich glaube, ne? Bin mir gar nicht so sicher, ob die auf alle Tiere Ethikbonus haben oder kommt es auf die Munitionstypen dann an? Das werden wir spätestens sehen, wenn wir dann einen Hasen oder sowas finden und wir den mit so einem harten Pfeil da treffen. Spätestens dann wird mir das Spiel sagen, ob das jetzt so eine gute Idee war, das Tierchen mit dem Pfeil zu bejagen. Aber wir gehen erstmal hier los. Ein bisschen in den Wald rein, gucken mal. Ich weiß nicht, ob da wieder Hasen sind, keine Ahnung. Aber das ist die Ecke, die sich so bei mir herauskristallisiert hat. Wo ich jetzt, die letzte Mal immer welche gefunden habe, aber auch andere Tiere waren ja durchaus da anzutreffen. Insofern gehen wir einfach mal dahin und schauen, ob wir da irgendwas vorfinden können. Ob sich irgendwas bemerkbar macht. Ich sollte vielleicht auch mal meinen Geruchsneutralisierer auftragen. Der kann mit Sicherheit auch nicht schaden, gerade bei der Jagd mit Bogen und Armbrust, weil wir da mit Sicherheit ein bisschen näher ran müssen. Auch wenn das Schild Schussweite 90 Meter, ich möchte jetzt nicht direkt... Erste Fährte. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt als erstes den 90 Meter Schuss wagen, um ehrlich zu sein. Zumindest stand in der Beschreibung, dass es bis... Oder stand da 90 Meter pro Sekunde. Vielleicht stand auch gar nicht 90 Meter Schussweite. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber einstellen kann man sie ja eh nur bis 50. Kommt dann darauf an, was dann die unteren Pfeile oder die unteren Dots sozusagen darstellen. Da müssten wir dann vielleicht mal bei Gelegenheit auf den Schießstand gucken, um das auszuprobieren, auszutesten, was wir da haben. Jetzt haben wir hier den ersten Elch als Fährte. Trabenderweise männlicher Elch. Sollen wir den jetzt verfolgen oder lassen wir das? Der geht da Richtung Berg, ne? Ich glaube, wir lassen das erstmal. Wir gehen erstmal in die Richtung. Das Verfolgen, vor allem ist da eh der Wind. Das, na, nee, komm. Da kommen wir dann eh wieder nicht nah genug ran. Gerade wenn es dann noch ein vorsichtiger männlicher Elch ist, weil der vielleicht schon ein bisschen größer ist. Ich weiß nicht, wie groß der genau war. Das Gewicht sagt mir nichts zu der anderen Größe. Da haben wir auch noch ein paar Fährten. Auch der Elch scheint hier lange laufen zu sein. Gucken, was das wird. Aber auch irgendwas Größeres. Könnten ebenfalls ein paar Elche sein. Ja, das auf jeden Fall. Und das hier ist noch einer. Noch ein männlicher. Okay, noch ein männlicher und weiblicher Elch hier am Start. Ich könnte einfach mal random für so einen Elch rufen, oder? Wenn ich wüsste, ob ich mal einen Elchcrawler drauf habe. Da, Mann. Vielleicht haben wir Glück, dass uns einer antwortet, dass wir da die ersten Anzeichen bekommen, wo sie denn tatsächlich jetzt sich gerade aufhalten.
Weil bis auf Fährten haben wir jetzt noch nichts gefunden. Dementsprechend bräuchten wir jetzt hier mal langsam einen ersten Ruf oder sowas. Damit wir uns hier ein bisschen orientieren können. So. Ich müsste mal ein bisschen weiter nach Norden tatsächlich. Ich kann mal hier auf die Wiese gucken, ob hier irgendwas steht. Am Hochsitz. Ansonsten gehen wir mal Richtung Norden und gucken, ob wir da wieder ein paar Häschen finden. Also ein schöner Hochsitz hier, wenn jetzt hier was wäre, aber das sieht gerade nicht so aus. Dann komm, lass mich da drauf. Weit und breit hier gerade nichts zu sehen. Ich kann mal mit dem Fernglas gucken, ob ich jetzt irgendwas übersehen habe. Aber ich sehe auch nichts zwischen Sitzen bis auf so einen Vogel da unten. Okay, nichts da. Dann verlassen wir den und laufen mal Richtung Norden. Dann gehen wir jetzt auch gegen den Wind tatsächlich. Und wenn wir Glück haben, kommt dann auch gleich das erste Tierchen. Viele Vögel hier, ne? Wird man Zeit, mal Vögel jagen kann. Das wäre echt nice. So Fasan oder sowas auf Hirschfelden hätte ich Bock drauf. Da hätte ich echt Bock drauf. Aber jetzt vielleicht das als nächstes dann am Start. Ich meine, wenn wir jetzt hier auf Layton Lake schon Kleinwild sozusagen haben, dass wir das dann auch auf Hirschfelden bekommen. Wer weiß, wäre mit Sicherheit eine Option. Wäre eine Option, aber ob die jetzt wirklich umgesetzt wird und zeitnah vermutlich auch nicht. Er könnte sein, dass die vielleicht nebenbei dran gearbeitet haben. Die werden mit Sicherheit nicht nur in einem Tier arbeiten gerade und darauf ihren ganzen Fokus konzentrieren, sondern schon auch ein bisschen breiter gefächert sein und schon im Hintergrund am nächsten arbeiten. Aber wann es jetzt dann soweit ist, dass das rauskommt oder so, das wird natürlich ein bisschen dauern, denke ich erstmal. So, Elche haben wir hier auf jeden Fall genug am Start. Ich dachte, ich habe da irgendwas gehört da. War aber nicht der Fall. Alle unterwegs hier. Scheinen schon so zwei, drei Elche gewesen zu sein. Gucken wir halt die Losung ist, ob wir jetzt noch die Chance haben, die vielleicht unten am Wasser zu treffen. Sehr alt, okay. Sehr alt. Wir gehen aber quasi gerade genau dahin, wo wir beim letzten Mal waren. Unten an dem kleinen See, wo wir versucht haben, den Hasen zehnmal zu beschießen, bevor wir ihn endlich mal getroffen haben. Aber da war ja auch von den Tieren her gar nicht mal so schlecht. Und im Gras halbwegs offen, wenn du nicht gerade die kleinen Tiere vor dir hast. Insofern haben wir da vielleicht Glück, was finden zu können. So, ey. Na, komm. Jetzt natürlich schön über die Steinklippen wieder laufen, wo wir nicht laufen können. Aber bis jetzt echt noch nichts zu sehen, ne? Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Hätten wir vielleicht oben an der Wiese versuchen sollen. Da ist ja meistens irgendwie Action. Aber ich habe gedacht, vielleicht nehmen wir hier noch so einen oder anderen Hasen mit, weil ich gerade die Armbrust da gerne drauf ausprobiert hätte. Scheint aber auch nicht aufzugehen, der Plan. Und die Elche ziehen ja einfach ihre Bahn, ohne dass wir die Chance haben, irgendwas zu sehen. Warte, ich müsste mich eigentlich am Hang halten, oder? Habe ich da, glaube ich, einen besseren Überblick über die Wiesen unten. Als wenn ich jetzt da voll reinlatsch. Ziemlich zielstrebig gelaufen. Alle traben die ganze Zeit. Und alle in die Richtung. Wahrscheinlich irgendein Bedürfnisgebiet. Scheint aber eine größere Herde gewesen zu sein. Ich glaube, es waren deutlich mehr als zwei. Aber ich halte mich mal so ein bisschen rechts hier. Wir driften halt schon wieder so ein bisschen nach Süden ab, ist das Problem, ne? Dass wir gleich wieder schön im Wind drin stehen.
Aber auch hier erstmal nichts zu sehen. Ich glaube, da unten ist irgendwo der kleine Tümpel gewesen. Genau, da ist die Buschlandschaft, wo wir letztes Mal den Hase verfolgt haben. Den wir dann auch nicht mehr gefunden haben. Ah, die Sonnenstrahlen, die sehen immer so wie helle Flecken aus. Und ist dann am Ende doch nichts. Aber da ist einer. Da ist einer. Ich versuche mich jetzt an den anzupirschen. Bis auf die Kuppe hier zumindest. Dass wir da drüber gucken können. Jetzt. Und wir sollten, glaube ich, den kleineren Pfeil versuchen. Weil wir da nicht ganz so nah ran müssen. Er frisst da, das ist schon mal ganz gut. Jetzt auf 50 Meter. Ich versuche mal noch ein bisschen näher ranzukommen. Warte, ich versuche über die Munition umzurüsten. Munition. Kleinwild. Kleinwild. Einfach weil die eine flache Flugbahn hat. Kleines Ziel. Kann ich jetzt nicht großartig mit Flugbahn spielen, weil die von der Höhe natürlich auch nicht so hoch sind. Kommen wir auf 30 ran? Oh, schwierig, ne? Könnten wir rankommen. Das Problem ist, dass wir dann... Ich höre noch einen Hasen, glaube ich. Oder ist er das? So, wir haben uns auf 30 Meter gestellt. Cool. Hoffentlich ist das der erste Dot. Müssen wir den Wind einkalkulieren? Ich weiß es nicht. Okay, der liegt. Die anderen Hasen laufen da weg. Alter, wie viele Hasen sind da? 1, 2, 3, 4. 4 mindestens. Die hocken auch da hinten am Busch schon. Da hinten an die Ohren sehe ich. Okay, okay, okay. Den ersten haben wir aber tatsächlich mit dem Bogen. Ehrlich, der ist ja super leise. Der ist wirklich super leise. Und die anderen... Ich meine, ich könnte es jetzt mit dem Kleinkaliber hier... wegpusten, weil die da rumhoppeln, ne? Das könnten wir tun. Eigentlich wollte ich... Gut, die Amos haben wir jetzt getestet. Würde ich noch gerne auf den Elch testen oder sowas, aber den finde ich jetzt hier gerade nicht auf die Schnelle. Das Problem ist halt, die Hasen kannst du nicht anlocken, ne? Aber ich habe auch keine Schrotflinte dabei, also ich möchte jetzt nicht unbedingt in den Close Combat gehen, sozusagen. Sondern schon ein bisschen Abstand halten. Weil da vorne liegt unser einer Hase. Gucken wir mal, ob wir den Bolzen sehen. Ja, der steckt tatsächlich drin. Da haben wir noch Kojoten. Der wird schwierig. Bei dem Wind werden wir nicht kriegen. Aber hier sehen wir zumindest das Häschen. Ein bisschen nach links abgekommen. Ich glaube, ich habe ein bisschen weiter rechts angehalten, oder? Also vielleicht ist der Wind ein bisschen beeinträchtigt, aber Lungentreffer war's allemal, weiblicher Hase. Und jetzt kommt hier neue Ausrüstung, obwohl ich die schon die ganze Zeit benutze, alles klar. Auch gut. Gucken wir mal, ich werde jetzt in die Richtung laufen. Auch wenn es der Wind da drauf steht, aber vielleicht kommen wir noch irgendwie nah genug an den Hasen dran, dass wir den erlegen können. Sei es nun mit dem Bogen oder mit der Armbrust, ne, das ist keiner. Müssen wir natürlich jetzt hier die Augen ein bisschen offen halten. Weil die hier irgendwo sitzen könnten. Wir sehen sie dann relativ spät. Na, mal gucken. Die Losung ist natürlich jetzt hier gerade eben. Was war auch da hinten denn gegangen, der Hase? Die Frage ist, sind die alle noch da hinten gegangen? Oder sind auch welche da in den Busch rein? Hier ist auf jeden Fall noch eine kleine Fährte, die wir sehen. Aber normalerweise müsste ich die auch hören, wenn ich nah genug rankomme. Also setzen wir erstmal darauf, dass wir sie dann irgendwann zu hören kriegen. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Und dann kommt der Follow auf Twitch. So, wo sind sie denn jetzt lang? Da hinten ist die Fährte, oder?
Habe ich denn gerade bei Blaues gesehen? Ja, die scheinen auf jeden Fall hier irgendwo durch die Büsche gelaufen zu sein. Aber die sind schnell, oder? Und ich habe es ein bisschen gebraucht, bis ich den Hasen eingesammelt habe. Aber nichtsdestotrotz schon schnell unterwegs und zügig. Aber es ist noch platt gedrückt hier, die Fährte, ne? Also allzu weit können sie auch nicht sein. Sonst wäre das Gras schon wieder oben. Aber wo sind sie? Das ist natürlich hier ein bisschen schwieriges Gelände, aber da vorne geht's aufs offene Gelände, oder? Die Frage ist nur, sind die auch dahin gelaufen? Ich sehe die Elchpferden hier wieder, die wir ja schon am Anfang hatten, aber die Hasenpferden nicht mehr. Sind die weiter geradeaus? Die scheinen tatsächlich weiter geradeaus gelaufen zu sein. Die kriegen wir hier nicht mehr, die Kleinen. Obwohl so viele waren, ne? Krass. Krass, wie schnell die weg sind. Wenn sie das denn wollen. Da vorne ist die Fährte. Ja, da ist Hasenfährte. Oh, das ist hier der Kojote. Nee, nee, Hase. Da haben wir ihn. Gehenderweise. Aber wo wollen die hin? Gerade eben. Ich komme aber nicht in die Distanz rein, dass ich die hören könnte. Die ist relativ offen. Trotzdem sehe ich da gar nichts. Kommt schon, Hasis, wo seid ihr? Ah, jetzt kommen da Elchpferden dazwischen. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schwierig, die zu verfolgen. Wir sind jetzt weiter wieder nach links abgebogen. Weil da vorne ist eine Hasenpferde, ne? Aber die läuft, glaube ich, auch nach hier. Könnte auch was anderes sein. Aber wo ist unser Hase jetzt hier hin? Kommen wir den Nagel noch ran, glaube ich. Da war er. Ist er noch da? Erst noch da. Das Problem ist, dass die mich jetzt hier wahrnehmen. Ich höre sie hoppeln. Aber ich sehe sie nicht wirklich. Ich versuche mal auf den Weg zu kommen. Vielleicht habe ich von da so ein bisschen. So halben Highground zumindest. Aber boah, das Gras hier ist ein bisschen hoch, ehrlich gesagt. Ne. Gucken wir mal. Ich höre sie jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie abgehauen sind. Oder was mit den Kleinen los ist. Auf jeden Fall haben wir hier die Fährten. Check mal gerade das Bedürfnisgebiet aus. Vielleicht halten sie sich dann hier auch irgendwo in der Nähe. Zumindest noch auf. Okay, da legt es aber drauf an, ne? Drei Stück fressend. Hasen, wo seid ihr hin? Wo seid ihr hin? Es ist halt echt schwierig, die im Unterholz zu verfolgen. Du kriegst sie einfach nicht richtig vor die Nase.
glaube, da ganz hinten sitzt einer. Ja. Guck mal, wie schwer die teilweise zu sehen sind. Ich habe nur so ein graues Etwas gesehen. Ist aber ruhig. 16 Meter. Wir können auch einen 15 Meter Schuss versuchen. Wobei, das... Nein, 15 Meter klappt nicht. Ich könnte auf 15 Meter stellen. Wir versuchen das jetzt, mit der Armbrust den zu treffen. Es wird vermutlich nicht klappen. Aber wir versuchen es trotzdem. Die Frage ist halt, wie weit muss ich den Wind berücksichtigen? Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen höher halten, ne? Aber was sind die anderen Points da? Was sind die anderen? Das ist die Frage. Wenn das schon 60 ist, dann müsste ich halt viel mehr mit dem zielen. Der war fast on point, oder? Der war fast on point, aber wenn das mal nicht ein Elch war. Den Hasen haben wir nicht erwischt. Aber den Elch, Freunde. Den könnten wir eigentlich mal erwischen. Und den gehen wir jetzt suchen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Schusstest, da muss ersten auf Hasen bestanden, zweiten auf die Distanz. Oh, noch ein bisschen schwer, muss ich mal auf den Schießstand, glaube ich, gehen. Also heute bleibt es beim Hasen. Aber jetzt wollen wir mal gucken, was die Armus kann auf Großwild. Und die sind um mich rum. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn das Video gefallen hat, Däumchen nach oben würde ich mich da freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen. Rufparty hier. Da vorne ist schon der erste Elch. Alter. Bis nächstes Mal.